Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Leute, endlich ist es wieder soweit. Endlich gibt es wieder ein Reset-Video von mir. Das ist die letzten Monate ausgefallen, das hatte aber auch seine Gründe. Heute machen wir den ultimativen Oktober-Herbst-Reset. Ich habe einige Sachen geplant für heute und ich möchte euch dabei mitnehmen. Ich möchte mich auf den Herbst einstimmen, ich möchte meine Herbst-Bucketlist machen, mein Bullet-Journal für den Oktober machen und all diesen Kram. Und habe auch so ein paar Herbstaktivitäten heute geplant. Mal sehen, zu was wir alles kommen und was alles getan werden muss. Dafür sind diese Reset-Videos ja da. Das heißt, wir machen mein Bullet Journal, wir machen meine Wohnung klarschiff, wir gucken, welche Herbstaktivitäten heute anstehen. Und ich werde wie immer in meinen Reset-Videos auch über die Bücher reden, die ich gelesen habe, plus die ich gerade lese, die ich jetzt im Herbst lesen möchte. Ich denke, ich werde nicht alle Bücher durchgehen, die ich die letzten Monate gelesen habe. Ich habe ja jetzt 3 Monate lang keinen Reset gemacht mit euch. Und das heißt, es sind noch viele Sommerbücher dabei, die jetzt irgendwie nicht mehr so in den Vibe passen. Und außerdem habe ich auch gar nicht so viel gelesen die letzten Monate. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich bin sehr weit weggezogen. Ich habe einen großen Umzug hinter mir und hatte dementsprechend super viel zu tun, hatte super viele Sachen, um die ich mich kümmern musste, hatte nicht so viel Zeit und hatte auch nicht so viel Energie und Lust, zum einen YouTube-Videos zu machen, aber zum anderen auch zum Beispiel zum Lesen. Das heißt, ich hole gerade so ein paar Sachen nach und bin gerade wieder so peu à peu in meine Routinen am Reinkommen. Heute gibt es den ersten Reset wieder. Uhu! Ich habe mein Bullet Journal für den Oktober tatsächlich schon fertig aufgesetzt. Ich habe auch schon meine Pläne gemacht, meine Habits eingetragen. Aber wir gehen die natürlich trotzdem wie immer einmal gemeinsam durch. Es ist schon einfach so krass, wie weit dieses Bullet Journal ist, wie voll dieses Bullet Journal ist. Guckt euch das bitte an. Einfach schon 9 Monate voll. Beziehungsweise jetzt quasi 10. Ja, fangen wir an. Ich habe wie immer ein wunderschönes Deckblatt gemacht mit einem Vision Board für den Oktober. Das ist natürlich komplett im cozy Herbstmodus. Ich liebe den Herbst. Ich liebe es, es cozy zu machen. Ich liebe es, Kerzen anzumachen. Ich liebe es zu lesen drin, während es draußen regnet. Ich liebe es, Herbstspaziergänge zu machen. Ich bin einfach ein Herbstfan. Tatsächlich bin ich Fan von jeder Jahreszeit, aber der Herbst ist schon wirklich, der hat einen special place in my heart. Ist das Ganze sehr herbstlich und cozy gehalten. Dann auf der nächsten Seite, wie immer, ist meine Monatsübersicht mit meinen Plänen. Die gehen wir auch mal durch. Und zwar mache ich das Ganze mittlerweile so, dass ich einmal eine Planliste habe mit Achievements oder Sachen, die ich halt wirklich aktiv machen möchte oder erreichen möchte, und einer Bucketlist. Also ich teile das so ein bisschen auf. Auf meiner Planliste steht, dass ich zum einen wieder eine Regelmäßigkeit in YouTube reinbekommen möchte, weil ich jetzt halt einen ganzen Monat lang nicht hochgeladen habe und ich jetzt wieder regelmäßiger hochladen möchte. Dann Pole-Kurse anfangen. Ich habe jetzt nämlich nach meinem Umzug noch kein Pole-Studio gefunden, beziehungsweise ich habe mich noch nicht angemeldet. Habe jetzt aber mir vorgenommen, beziehungsweise habe auch schon 2 Probestunden gebucht in 2 verschiedenen Studios und gucke mir beide einfach einmal an und entscheide dann im Nachgang, welches Pole-Studio ich haben möchte, wo ich mich anmelden möchte. You know the deal. Dann ist auch ein Plan, dass ich jetzt regelmäßig ins Gym gehe wieder. 2-mal die Woche Cardio auf jeden Fall und 1-mal die Woche Yoga. Ist so das Minimum, was ich mir setze, weil es halt einfach meiner Gesundheit gut tut, meiner Psyche gut tut und wichtig für mich ist, Sport zu machen. Top. Und dann meine Bucketlist. Meine Bucketlist ist, ach, ich liebe halt Oktober, weil man da so geile Aktivitäten machen kann. Man kann so geile Herbstaktivitäten machen. Ich habe hier einmal draufstehen, ein Kürbisgericht kochen. Ich habe nämlich noch nie mit Kürbis selber gekocht, aber ich habe total Lust, mal mit Kürbis zu kochen. Vor allem, wenn man dann halt so mit anderen Leuten zusammen kocht. Und dann lohnt es sich halt auch ein bisschen mehr, wenn man sich so viel Mühe gibt, weil es ist halt schon sehr aufwendig. Aber ich habe total Bock drauf, das mal zu machen. Dann habe ich auch aufgeschrieben, Kürbis schnitzen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich fände das total cute für Halloween, einfach mal so einen geschnitzten Kürbis zu haben, da vielleicht auch so eine Kerze reinzumachen. Ich stelle mir das, glaube ich, alles sehr, sehr cute vor. Und in Realität ist es einfach nur ein Riesenmess und absolut anstrengend. Aber egal, Leute, egal. Dann habe ich auf der Bucketliste noch Zimtschnecken backen. Ich habe total Lust auf Zimtschnecken und möchte eigentlich auch mal wieder regelmäßiger backen. Ich habe ja jetzt auch eine Küche. Oh mein Gott. Ihr seht dieses Video vor meinem 2. Umzugsvlog. Das heißt, ihr werdet schon ein paar Spoiler haben, was hier in der Wohnung alles noch passiert ist. But it is what it is. Ich habe eine fertige Küche, ich habe einen Ofen und ich habe Bock zu backen und ich habe vor allem Bock, Zimtschnecken zu backen. Natürlich, wie es sich für eine White Girl gehört, habe ich auf der Bucketlist auch stehen, Pumpkin Spice Latte trinken. Und zum einen würde ich mir gerne selber so einen Sirup bestellen und zum anderen möchte ich aber auch von Starbucks, von Dunkin und von Espresso House jeweils einmal einen Pumpkin Spice Latte trinken. That's the plan. Vor allem Espresso House, die haben so diesen Schoko-Pumpkin
Latte. Sie hatten den zumindest letztes Jahr. Der war so lecker. Der war so lecker. Aber dafür muss ich nach Köln fahren. Und ich möchte einen Halloween-Film gucken. Ich bin ja kein Fan von Horrorfilmen, aber so cute Halloween-Filme. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Nightmare Before Christmas geschaut. Das würde ich ganz gerne machen. Ja, das sind auf jeden Fall meine Pläne, meine Bucketlist. Mal gucken, ob wir heute schon irgendwas abhaken können von der Bucketlist. Und ansonsten ist mein Bullet Journal genauso aufgebaut wie jeden Monat. Aber wir gehen trotzdem einmal meine Habits durch. Ich habe die nämlich ein bisschen angepasst. Zum einen habe ich wieder Sport mit in die Habit-Liste genommen. Das hatte ich jetzt die letzten Monate nicht mehr drin, weil ich einfach mir da keinen Druck machen wollte und weil Sport sowieso ein Teil meiner Gewohnheiten war und ich sehr regelmäßig beim Sport war. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Ich war auch 4 Wochen lang nicht beim Sport. Ich habe kein YouTube gemacht, nicht gelesen, keinen Sport gemacht. Wirklich, who am I? Auf jeden Fall habe ich deswegen wieder Sport mit auf die Liste genommen, damit ich jetzt so ein bisschen wieder mich dran erinnere und das mache und regelmäßig hingehe. Dann habe ich Nourishing Food. Das heißt einfach so viel wie Essen, was mich. Ja, gesundes Essen. Also nicht nur, ich bin jetzt nicht so kein Zucker gegessen, keine Süßigkeiten gegessen. Sowas würde ich nie tracken, weil ich liebe Süßigkeiten viel zu sehr und ich esse jeden Tag gerne irgendwas Süßes. Aber solange ich halt ausgewogen mich ernähre und solange ich etwas esse, was gesund ist und Vitamine hat, bin ich zufrieden mit mir und meiner Ernährung. Deswegen habe ich einfach nur Nourishing Food als Habit. Dann habe ich immer noch No Cigarettes als Habit. Dann habe ich noch Being Outside, also dass ich mindestens einmal vor die Haustür gehe. Das ist auch wichtig, wenn man halt im Homeoffice arbeitet, so wie ich, und einfach nicht nur den ganzen Tag zu Hause sitzen sollte. Deswegen einmal mindestens am Tag das Haus verlassen. Und dann habe ich noch auf der Habitliste Time with Loved One. Also, dass ich Zeit verbringe mit einer Person, die mir nahe steht. Ob es jetzt One-on-One-Time ist oder telefonieren ist. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich halt nicht vereinsame und dass ich meine Kontakte pflege. Und that's important. Und dann habe ich noch meine Evening-Routine. Ich habe jetzt meine Morgenroutine nicht mit im Habit-Tracker mehr, weil ich bei meiner Morgenroutine eigentlich sehr gut drin bin. Aber meine Abendroutine nicht. Also, dass ich mir ein Räucherstäbchen anmache, meditiere und lese und dann schlafe. Das möchte ich auf jeden Fall weiterhin tracken. Ja, dann geht's zu meinem Kalender. Hier habe ich einfach, ja, wie immer meine Kalenderübersicht. Ansonsten mache ich nach wie vor mein Budgeting. Das hat jetzt natürlich während des Umzugs und was ich da alles kaufen musste, ein bisschen gelitten. Und ich habe sehr viele Ausgaben gemacht, die ich nicht budgeten konnte. Aber ja, es sieht genauso aus wie immer. Ich habe 50 Euro für Essen gehen, ich habe 20 Euro für Bücher, ich habe 30 Euro für Freizeit, ich habe mittlerweile 120 Euro für Kleidung, weil ich das aus den letzten Monaten mitgenommen habe und gespart habe. Und ich habe 80 Euro Sonstiges. Das ist ein bisschen geringer als die letzten Male, die ich euch das gezeigt habe, einfach weil ich jetzt höhere Fixausgaben habe, seitdem ich hier alleine wohne. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und die beiden Einträge, die ich hier drin habe, sind schon Pole-Kurse. Also ich habe ja jeweils einen Pole-Kurs in den Studios gebucht und das hat einmal 18 Euro und einmal 15 Euro gekostet. Ist eingetragen. Und so sehen gerade meine Finanzen aus. Ich freue mich auf jeden Fall, das Geld für die Klamotten demnächst mal auszugeben und mir nochmal ein paar neue Herbstklamotten zu kaufen, weil ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade komplett uninspiriert bin, was Mode angeht oder Fashion angeht oder generell so Outfits etc. Ich trage halt literally immer die gleichen Klamotten und habe jetzt auch schon lange nicht mehr wirklich viel Neues gekauft. Und ich bin ein bisschen uninspiriert und deswegen werde ich demnächst, glaube ich, mal wieder zum Monkey steppen. Hier in Essen gibt es ja auch einen Monkey. Ich liebe es und ich freue mich. Das wird auf jeden Fall ein To-Do sein demnächst. Neue Klamotten kaufen. Und nun, um das Organisatorische abzuschließen, gibt es noch eine Sache, die ich machen wollte für meinen Herbst-Reset. Und zwar wollte ich einen Plan aufstellen, was noch alles in der Wohnung getan werden muss, weil ich so ein bisschen den Überblick verloren habe, um ehrlich zu sein. Deswegen schnappe ich mir mein schlaues Notion und ich habe hier eine Umzugscheckliste. Die ist ja schon fast fertig. Umzugsunternehmen, Umzugskartons, Nachmieter suchen, packen, Wohnung kündigen, Küche kaufen, Internetstrom, das machen wir zum Ende. Adresse ändern, habe ich noch so ein bisschen was offen. Ich glaube, ich habe einfach noch nicht den Full Scope, wo ich alles meine Adresse ändern muss. Und hier drunter kommt jetzt einmal eine ganz klassische To-Do-Liste mit all den Sachen, die noch erledigt werden müssen. Und zwar fangen wir erstmal an mit Sachen, die ich noch kaufen muss. Ich brauche noch einen TV-Stand. Ich brauche noch ein Bücherregal. Sonstige Kleinigkeiten. Schneidebrett, Schneidemesser. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt irgendwie noch kaufen muss. Pappmüll wegbringen. Es ist wirklich krass. Ich habe einen ganzen Haufen Pappmüll. Dank der Küche, die ich aber IKEA gekauft habe und selbst zusammengebaut habe. Leere Kartons in den Keller bringen. Auch da habe ich noch einige Sachen, die einfach in den Keller müssen. Küchenstühle brauche ich auch noch ganz dringend. Küchenstühle kaufen. Ich muss noch die Griffe von meiner Küche anbohren. Küchengriffe anbohren. Wohnzimmerlampe muss aufgehangen werden. Bohren.
Ich habe Regalbretter, meine Kleiderstange etc., die gebohrt werden müssen. Ich brauche Plissés. Ich habe beschlossen, ich möchte Plissés haben statt Kleiderstangen. Nein, wie sagt man nochmal? Gardinen. Ich möchte keine Gardinen haben, weil erstens, ich habe hier eine Wohnküche und diese Kochgerüche würden jetzt hier in die Gardine zum Beispiel ziehen und sowas. Und ich habe auch nicht den Platz richtig für Gardinen. Also wenn Gardinen, dann nur auf Deko und so ein paar kleinere schöne. Aber ich möchte auf jeden Fall Plissés haben, damit man hier nicht immer reingucken kann. Genau, die müsste ich mir einfach mal bestellen. Ist eigentlich kein Thema, aber... ich werde mich auf jeden Fall demnächst an diese Liste setzen und das einfach mal abarbeiten. Ja, ich glaube, das war's. Also es gibt halt noch viele Sachen einzukaufen. Aber ja, ich glaube, das ist meine To-Do-Liste, die ich auf jeden Fall diesen Monat noch abarbeiten möchte, weil ich möchte mit meiner Wohnung vorankommen. Ich liebe meine Wohnung jetzt schon, aber wenn ich hier dann mal einen Küchentisch habe, an dem man sich setzen kann und man nicht immer auf dem Boden essen muss, vor allem wenn man halt Besuch hat, ist es schon einfach ein Upgrade. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist das meine To-Do-Liste. Ich bin stolz auf mich, dass es nur so wenig ist. Also ich dachte irgendwie, dass es mehr ist. Vielleicht habe ich jetzt auch 1000 Sachen vergessen. Jetzt habe ich wenigstens eine Liste, jetzt habe ich ein bisschen Überblick. Perfekt. Und jetzt ist es Zeit, die Wohnung ein bisschen klarschiff zu machen. Ich bin nämlich ab morgen tatsächlich in Berlin für ein sehr langes Wochenende und meine dreiviertel Arbeitswoche. Naja, whatever. Auf jeden Fall bin ich in Berlin und es werden Freunde von mir auf meine Katzen aufpassen und in meiner Wohnung wohnen. Und ich werde jetzt keinen komplett riesigen Reset machen, weil ich glaube, das macht für mich persönlich erst Sinn, wenn alle halt wieder weg sind und ich wieder hier bin und dann einmal alles frisch wieder mache. Aber ich möchte es natürlich so machen, dass die beiden, die hier aufpassen, sich wohlfühlen und es einigermaßen sauber ist. Und wir fangen im Badezimmer an. Los geht's! Ich bin jetzt vorerst fertig mit den ganzen Haushaltssachen. Ich mache mir auf jeden Fall gerade mein Mittagessen warm und esse dann. Und das Wetter ist echt gerade noch ganz schön. Und wenn das gleich so bleibt, beziehungsweise ich glaube auch, wenn es nicht so bleibt, dann werde ich rausgehen und mir einen Pumpkin Spice Latte holen und einen kleinen Herbstspaziergang machen. Ich habe heute auf jeden Fall noch eine Sache vor, die eigentlich wirklich fantastisch wäre, weil ich ja morgen wegfahre. Und zwar dieses Buch zu Ende lesen. Ich habe nur noch 100 Seiten oder sogar weniger als 100 Seiten. Deswegen sollte es eigentlich machbar sein. Deswegen Pumpkin Spice Latte, lesen, kleiner Herbstspaziergang. Das sind die nächsten Steps. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, der Pumpkin Spice Latte von Dunkin' hat mich nicht überzeugt. Es lag vielleicht aber auch an der Frau, die den gemacht hat. Die hatte nämlich von gar nichts eine Ahnung. Der war irgendwie ein bisschen disgusting. Aber dafür war der Donut lecker. Und jetzt bin ich müde und hatte einen super schönen Spaziergang und gerade auch noch eine schöne Fahrt. Hab mir so die Gegend angeguckt. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach mein Buch zu binge-readen. Mir ein schönes irgendwas cozy auf dem Laptop anmachen. Herbstambiente. Hoffentlich schaue ich das Buch heute noch durch.
Leute, mittlerweile ist es dunkel geworden, aber ich habe Assassin's Blade noch nicht ganz durch. Ich glaube, mir fehlen noch 30 Seiten. Es ist auf jeden Fall shit going down. Wie bei jedem Sarah J. Maas Buch am Ende. Holy shit. Also ich werde es auf jeden Fall heute noch zu Ende lesen. Ich habe auf jeden Fall Zeit. Ich muss morgen nicht früh raus und werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich dachte, wir reden jetzt ein bisschen über die Bücher, die ich noch lesen möchte jetzt im Herbst und auch so ein bisschen die Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ungern alle Bücher durchgehen, weil ich da einfach auch Sommerbücher und sowas bei habe, die jetzt einfach schon zu lange her sind, die irgendwie nichts in einem Herbst-Reset-Video machen. Aber ich kann ja einfach alle Bücher, die ich seit Juli gelesen habe, einmal kurz benennen und mein Rating dazu abgeben. Dann geht nichts verloren, dann geht nichts durch die Lappen. Ihr habt meine Bücher-Ratings und was ich so gelesen habe. Und dann können wir auch zu den Büchern kommen, die ich jetzt im Herbst lesen möchte. Ich habe den Juli gestartet mit einer Bücherreihe auf Kindle Unlimited. Und zwar habe ich die Addicted-Reihe gestartet. Und dem ersten Buch Addicted to You habe ich 3 Sterne gegeben. Wenn wir jetzt einmal bei der Addicted-Reihe sind, dann erzähle ich euch auch noch die anderen Ratings, weil ich habe ganze 4 Bücher von der Reihe schon gelesen. Ich habe Ricochet gelesen, auch 3 Sterne gegeben. Addicted for Now gelesen, auch 3 Sterne gegeben. Und Kiss the Sky gelesen und auch 3 Sterne gegeben. Es ist, was soll ich sagen, also die Reihe ist halt nicht außergewöhnlich, aber es ist auf jeden Fall eine lange Bücherreihe. Es sind 10 Bücher und es macht Spaß zu lesen. Ich vergleiche es immer so schön mit so Gossip Girl. Gossip Girl ist jetzt auch keine High-Production-Serie, die halt super krass produziert ist, aber es ist halt einfach entertaining und man guckt für den Plot. Und genauso lese ich die Addicted-Reihe für den Plot. Dann habe ich noch im Juli gelesen Happy Place und habe dem Ganzen 5 Sterne gegeben. Lieb's. Dann habe ich die Powerless-Reihe weitergelesen, habe Powerful der Novelle 3 Sterne gegeben und Reckless 4 Sterne. Ich habe es wirklich, wirklich gerne gelesen. Ich fand es richtig toll. Und dann habe ich im August Just for the Summer gelesen und habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Das war wirklich random. Also ich habe das Buch war super, aber ich habe 1 Stern abgegeben aus den randomsten Gründen. Das eine war, weil es immer wieder die gleiche Redewendung immer und immer wieder benutzt worden ist. Und der andere Grund war, dass sie Ibuprofen-Einnahme alle 3 Stunden für Periodenschmerzen empfohlen hat. Nein. Einfach nein. Im August habe ich außerdem noch gelesen This Summer's Secret und habe dem Buch ganze 2 Sterne gegeben. Toll, oder? Nein, nicht toll. Das war wirklich kein gutes Buch. Ich wusste nicht mal, welches Genre es sein soll. Ich weiß nicht, was der Plot gewesen sein soll. Es war irgendwie langweilig. Und dann das einzige Buch neben Kiss the Sky, also dem 4. Teil der Addicted-Reihe, welches ich im September beendet habe, war One of Us is Lying. Und ich habe One of Us is Lying 4 Sterne gegeben. Ich fand es wirklich, wirklich spannend. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Und zwar so gerne, dass ich hier auch mittlerweile schon den 2. Teil stehen habe. Ja, das sind so die Bücher, die ich in den letzten 3 Monaten gelesen habe. Es war nicht unendlich viel, aber natürlich auch schon ein bisschen, ne? Also die 5 Bücher und dann noch 4 der Addicted-Reihe plus Powerful. Powerful habe ich gerade ausgeliehen, deswegen ist es nicht hier. Wie ihr bereits wisst, ich lese gerade The Assassin's Blade. Ich habe die Throne of Glass-Reihe angefangen und habe mir auch schon Throne of Glass gekauft. Das steht hier nämlich auch schon. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich gleich nach Assassin's Blade in Throne of Glass stürze und einfach weiterlese, weil ich einfach dann schon so drin bin. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr catching. Also holy shit, diese Frau kann Fantasy einfach so gut, gestört. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mein Herbst-Fantasy-Read. Ich habe sogar extra alle anderen Fantasy-Bücher schon nach hier unten sortiert, weil ich weiß, dass ich gerade einfach neben Throne of Glass nicht die Kapazität haben werde, um noch andere Fantasy-Reihen zu lesen. Worauf ich aber auch echt Bock habe, ist One of Us is Next, also von der One of Us is Lying-Reihe, der 2. Teil. Ich fand es nämlich wirklich sehr, sehr spannend und es war super bingeable. Also man hat es wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Und ich mag einfach so YA-Murder-Mystery-Sachen sehr, sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, eines meiner absoluten Lieblingsgenres, weil ich einfach so reinstürze und man das halt wirklich so durchbingen kann. Das ist auch ganz weit oben auf meiner Herbst-Reading-Liste. Dann habe ich natürlich Daydream mir geholt. Der 3. Teil der Maple Hills Reihe, Interconnected Standalones von Hannah Grace, die Icebreaker-Autorin. Hier geht es um Henry und Hallie.
Ich glaube, Hallie. Ich finde das Cover halt ultra süß. Ich finde, die Bücher sind halt so ein Fun-Read. Ja, es ist nichts Ernst, es ist ein Fun-Read. Ich freue mich, das jetzt auch irgendwann in den nächsten Wochen zu lesen, auf jeden Fall. Dann habe ich hier wieder rausgekramt, Bright von Ellie Hazelwood. Ich habe es letztes Jahr verpasst, es um diese Jahreszeit zu lesen und es muss eigentlich jetzt im Oktober, November noch gelesen werden, weil es geht um Vampire und Werwölfe. Wann sonst, wenn nicht im Oktober, kann man Bright lesen? Also, genau, steht das auch ganz oben und ich warte eigentlich nur drauf, weil ich das mit einer Freundin zusammen lesen möchte und sie es mir verboten hat, vorher zu lesen. Deswegen warte ich damit darauf, sonst hätte ich das schon längst jetzt angefangen, aber dann lesen wir das zusammen. Das ist ja eigentlich auch viel cooler und ich glaube, das Buch ist auch an manchen Stellen ein bisschen cringe, so wie ich es mitbekommen habe. Also wird es lustig, das zusammen zu lesen. Und dann habe ich noch zwei Bücher, die schon lange auf meiner Liste sind. Nee, stimmt gar nicht. Das eine ist schon lange auf meiner Liste und zwar Love Wager. Irgendwer hat mal gesagt, dass das ein gutes Buch ist, um im Herbst zu lesen und ich möchte es einfach hier haben, um griffbereit zu haben, falls ich Lust habe auf ein easy, flowing, kurzes Romance-Buch. Es ist unter 300 Seiten. Es ist von Lynn Painter. Die macht wirklich schöne Bücher. Ich habe schon einige von ihr gelesen. Ich glaube drei. Ich glaube, so ein guter Palette-Cleanser. Vielleicht zwischen Throne of Glass-Teil kann man das ganz gut lesen. Und Yellow Face ist seit, ich glaube, 2 Monaten jetzt auf meiner Liste und ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Buch, falls ich mal halt keine Lust habe auf Fantasy, aber auch nicht auf Romance, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, das zu lesen. Und dann habe ich noch ganz random, weil ich das in einem Video gesehen habe, als Herbstempfehlungsbuch. Und ich habe es hier schon auch sehr, sehr lange stehen. Ja, ich habe auch schon angefangen, das mal zu lesen. Aber da war ich überhaupt nicht in der Laune da drin, so ein Buch zu lesen. Und ich habe es jetzt wieder rausgekramt und zwar Before the Coffee Gets Cold. Es ist halt Philosophical Fiction aus Japan, japanische Philosophie, bliblablub. Muss man auf jeden Fall in der Mood zu sein, aber es ist auch so ein sehr herbstliches Buch. Und vielleicht bin ich ja in der Mood, deswegen habe ich es jetzt einfach mal rausgekramt. Und nach hier oben gepackt. Ja, und das ist so meine Leseliste jetzt für den Herbst erstmal. Bin gespannt, ob ich jetzt wieder in so ein Daily Reading Habit reinkomme, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich bin jetzt wieder drin und freue mich auf jeden Fall gleich, dieses Buch zu beenden. So, Freunde, ich schmeiße mich jetzt in meinen Onesie und werde Assassin's Blade zu Ende lesen. Wie ich das Buch fand, werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von euch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute und lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir auch gerne mal eure Buchempfehlung für den Herbst. Vielleicht kaufe ich mir dann noch das ein oder andere Buch. Abonniert gerne für weitere Reset-Videos in Zukunft und für weitere Umzugsvlogs und all der Kram. Wir hören voneinander. Macht's gut.